Diese Bürgerinnen und Bürger waren alle Mitglieder der Freien Bieler Bürger, einer ausserparteilichen Bewegung, die im Jahr 1972 entstanden ist. Ihr Ziel, die Lokalpolitik der sozialdemokratischen und bürgerlichen Lager zurückzuerobern, die dann die Mehrheit gestellt haben. Ihr Mittel, Sitzen im Parlament gewinnen. Auf dem Bildschirm sind die drei Gründungsmitglieder abgebildet. Der Frank A. Meyer, der Mario Cortesi und die Marlies Etienne. Voilà, venez, je vous montre. Kommt, ich zeige euch, wo alles hat angefangen. Hier vis-à-vis seht ihr, wo das Dach offen ist. Das war meine alte Wohnung. On avait des sujets qui concernaient bien. Wir hatten Themen, die Bio angehen. Die haben wir diskutiert und uns so für eine Linie entschieden. Das hat es für Leute von aussen sehr schwierig gemacht, das zu verstehen. Weil in dieser Politik war es zwungenermassen so, dass wir mal für die Linken und mal für die Rechten waren. Die Politik, une fois, on était pour la gauche, puis une fois, on était pour la droite. Die städtischen Mandate aus den Klauen der Parteien und den Karrierepolitiker befreien, das war das Credo dieser Bürgerinnen und Bürger, die sich als freie Bieler bezeichnet. Heute, 50 Jahre später, entsteht die Zukunft Biel. Ihre Forderungen sind quasi die gleichen. Der Präsident der Bewegung hat auch eine starke Beziehung zur früheren Bewegung. Sein Vater war dann zumal Mitglied. Die Situation ist genau gleich wie dann zumal. Es hat zwei Fronten, die sind verhärtet. Vor allem von der linken Seite, wo man jetzt wirklich lange auf der gleichen Politikwelle hat politisiert. Und durch das wollen wir die jetzt ein bisschen sprengen, wir wollen, dass wir zusammen gerettet wird. Und das war genau das Ziel der Freien Bieler Bürger vor 52 Jahren. Das ist ein Bild von der Zeitung, die die Freien Bieler Bürger dann herausgegeben haben, um für ihre Ziele zu werben. An den Wahlen im Jahr 1972 hat die Bewegung 9 Sitze im Stadtrat geholt. Und so hat Marlies Etienne ihr Leben als gewählte Stadträtin angefangen. Oh, ein deux-pièces bleu fond. Ich musste mir ein dunkelblaues deux-pièces kaufen. Mit einer weissen Bluse. Das war dann so. Im Stadtrat hat der Präsident gesagt, «Hört, hier ist es so, dass ihr die ersten 6 Monate schweigt.» Ein Monat später bin ich blubfuss in den Stadtrat gekommen. Alles war schockiert. Perfekt. Ça choquait tout le monde. Die Freien Bieler Bürger waren verlockend. In den folgenden Wahlen haben sie noch 3 Sitze mehr gewonnen. Die Bewegung hat dann an Schwung verloren und sich Anfangs 90er Jahre aufgelöst. Ihre Wette haben die Freien Bieler Bürger dann zumal gewonnen. Schafft die Zukunft Biel das auch? Einmal eine Wählerin haben sie schon. Je me posais la question, comment est-ce que je vais voter, moi? Ich habe mich gefragt, wer ich wählen soll. Und ich konnte keine Antwort geben. Weil nicht zu wählen ist nicht mein Stil. Aber das ist jetzt perfekt. Es geht etwas. Ich stimme für die Bewegung. Je vais voter pour ce mouvement-là. Mehr von den Kandidierenden sind ab März bekannt.